Es geht nach Prima Paletti. Wir befinden uns im Landeanflug auf Prima Paletti. Bekannt für das warme Orangegelb seiner Laubwälder, sein himmlisches Kürbiskuchengewürz und die erbauliche Dichtkunst. Schon seit Jahren will ich diesen Planeten bereisen. Die Präsenz von Finsterzeitenergie auf diesem Planeten hat die natürliche aktive Synthese von Anthocyanpigmenten behindert und die Baumkronen der Wälder trostlos werden lassen, während seine labyrinthartigen Wälder die Besucher in eine undurchdringliche Dunkelheit hüllen, in der verzauberte Kreaturen lauern und darüber nachsinnen, ob sie helfen oder angreifen. Und Kürbiskuchengewürz wird ohnehin überbewertet. Genie, war das etwa ein Witz? Was gibt es, oh Blatt- und Busenfreund? Von floraler Weisheit habe ich geträumt. Getreues Tier, welch Trost willst du bringen? Uns Arien der Hoffnung singen? Singen! Doch was ist das? Hoffnung naht auf Adlers Schwingen? Genie, was war das denn für ein Landeanflug? Hast du deine Landungsprotokolle optimiert oder hat Rabbit Luigi mal wieder einen Topf auf der Raumgleitersteuerung verschüttet? Die holprige Landung wurde durch eine anormale Interferenz verursacht. Allerdings nicht durch Finsterzeit, sondern eher Tragik? Hinfort, Freunde! Hinfort! Oh! Das ist T.S. Tristan, Wächter von Prima Paletti und lokal renommierter Amateurdichter, meist im Selbstverlag. Okay, ist ja nichts Schlimmes, ne? Eine güldene Frisur, jetzt matt, grau, alt. Doch schlimmer als die Tortur, lässt ihr Verlust mich kalt. Übersetzt heißt das, den Bäumen werden die Anthocyanpigmente und Carotinoidverbindungen entzogen, die für den Farbwechsel benötigt werden. Habe ich auch so verstanden. Das ist zweifellos das Werk eines Finsterzeit-Tentakels irgendwo im verwunschenen Wald. Ich würde mal sagen, den wir direkt vor uns haben. Sturmgeläut! Sturmgeläut! Etwas vor dem Tore treut! Bauern halten Totenwacht! Das Leben ist Käse. Gute Nacht. Er wollte uns bestimmt sagen, wir sollen da angreifen. An einem anderen Ort, auf dem Dorfplatz, werden die Bewohner von einem zweiten Tentakel terrorisiert und noch etwas wütet dort. Allerdings ist die Brücke, die zum Platz führt, zerstört. Da müssen wir ein paar Bäume fällen. Die sind eh tot. Der einzige andere Zugang führt durch einen geheimen Gang unter Tristans Haus. Ich bin fürs Bäume fällen. Wie hast du das alles aus ein paar ziemlich deprimierenden Gedichtzeilen herauslesen können? Eine Analyse von Tristans 7643 Gedichten hat seine Kommunikationsweise und Denkmuster offengelegt. Ich glaube, ich verstehe ihn. Okay. Ein von der Finsterzeit besudelter Wald, ein von der Außenwelt abgeschnittenes und belagertes Dorf. Oh, wir haben wohl keine Zeit, zwischendurch mal eine Apfelmusterei zu besuchen, oder? Ah, bestimmt. Jo, dann wollen wir mal. Was machen wir denn zuerst? Ich würde mal sagen, Wald. Wir greifen mal direkt da an. Einmal ein guter, was gibt's denn? Die Finsterheit hat unserem Wald die Farben entzogen. Hoffentlich wird Prima Paletti. Ja, okay. Er wird schon nicht schwarz-weiß.
Ein schattiger Sonnenuntergang. Die sind neu. Die sind neu. Schattengänger, ihr Stromschrei drängt alle in Reichweite zurück. Sind unsichtbar, wenn sie sich bewegen. Reaktionsschüsse sind gegen sie also wirkungslos. Alles klar. Jetzt muss ich nochmal gucken. Also, die sind empfindlich gegen Frostbeulen, unempfindlich gegen Windstoß. Windstoß habe ich nicht ausgerüstet, Frostbeulen muss ich gleich mal nachsehen. Ihr wart gegen Spritzer und gegen Feuer unempfindlich. Wir gehen mal kurz aufs Team. Sparks. Feuer und vorhin PlayStation angehabt und schon habe ich wieder vergessen, dass ich wo ich hier bestätigen muss. Sparks, genau, wir haben ja hier den Pluto. Da haben wir Frostballenangriff. Sehr schön. Den Windstoßangriff lassen wir mal raus. Den Wasserangriff, den finde ich mal ganz nett. Eigentlich, um Gegner in die Luft zu feuern, dass der Reaktionsschuss von Luigi oder Mario ihnen den Rest geben kann. Wir werden aber den Frostbeulenangriff brauchen. Wir gucken mal, ob wir eine Stufe drauf geben können. Hat ja leider nicht gereicht. Ist aber nicht schlimm. Das machen wir dann demnächst. Aber nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir greifen an. Also, los geht's. Let's go. Also ich muss... Ihn könnte ich kriegen, aber das ist eigentlich ein Angriff, der muss mehr Leute erwischen. Was? Ich sichere jetzt aber den Frostbeulenangriff dazu. Wir machen den Frostbeulenangriff. Gut, das war jetzt nüscht. Mache ich am meisten Schaden. Luigi hat alles aufgebraucht. Die anderen zwei, da würde ich schon mal den Schuss drin haben. Und dann gucken wir mal. Ich bin jetzt nämlich mal gespannt, ob das gegen die Klasse... Komm, wir machen das mal. Und Luigi, Mario, müsste ihm den... Ja, den haben wir weg. Oh.
Aber hallo! Ja, komm, wir hauen mal ein bisschen Säure rein. Dann haben wir schon mal zwei weg. So, Peachy. Du bleibst zwar hier hinten, aber ich will den Sprung drin haben. In der Heilung. Dann hau ich jetzt nämlich nochmal Heilung drauf. Ich habe bei ihr die Fähigkeit ausgerüstet, wenn sie springt und landet, heilt sie 5%? 10%? Auf jeden Fall ein bisschen was. Oh, das ist gut. Und einer weniger. So geht das hier. Ja, gegen den bringt der Reflexschuss nichts. Jetzt ist die Frage, komme ich da hinten überhaupt hin? Nee, das lohnt sich nicht. Ich heb mir den Reflexschuss mal auf. Die hauen aber auch einen Schaden raus, du. Das ist ja nicht mehr schön. So, Peachy. Erstmal Raserei. Luigi! Verdammt! So, Luigi schon mal in Stellung gebracht. Und da er heftig einstecken musste, kriegt er einen Pilz spendiert. Ein bisschen Heilung kann nicht schaden in dem Fall. Und da haben wir ja noch Mario. Hier bei Mario würde ich sagen, nimmst die mal da unten unter Feuer. Jetzt können wir nämlich den Reflexschuss reinhauen. Suppi. Nächste Runde. Ja, da können wir ihm gleich mal ein bisschen was mitgeben. So ein kleines Andenken. Das ist nicht nett. Mit Feuer spielt man nicht. Auch Hasen nicht. Ach, verdammt, das reicht nicht. Also bleibt Mario hier. Und ganz knapp nicht.
Aber... Was haben wir da hinten? Nur noch die. Bringt mir alles nichts. Da brauche ich ja keinen Reflexschuss reinmachen. Wir haben genau einen Gegner, der auf Reflexschuss anspringt. Das bringt mir nichts. Ich muss Rabbit Peach hier rüberbringen. Okay. Ich krieg ihn nicht. Jetzt? Ja, von hier. Das ist gut. Das war schon mal nicht schlecht. Ja, einer weniger. Das ist wichtig. Und mit Rabbit Peach kann ich dann hier rüber. Da machen wir den Sprung hier. Ja, ich hatte gehofft, ich komme an Luigi noch ran. Krieg ich nochmal einen Teamsprung? Ich krieg nochmal einen Teamsprung. So, wir haben noch den Wasserschaden dazu. So will ich das sehen. Mit dem Wasserschaden in die Abgründe teleportiert. Das ist wunderschön gewesen, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich hätte doch einen Reflexschuss reinmachen sollen. Da zündet. Ich hasse Feuer. Was habt ihr mit Luigi? Ist es, weil er grün ist? Rostbollenangriff. Ich gehe das Risiko ein. Aber ich glaube erstmal. Und jetzt. Ja, weg mit dir. So muss das. Ich erreiche ihn. Ist gut. Das machen wir sicherheitshalber. Luigi kriegt ein bisschen Heilung spendiert. Lasst Liebe walten! Sehr schön! Ich habe heute gut Laune. Was machen wir hier? Der Kerl ist ja natürlich ein bisschen nervig da drüben. Hier können wir eine schöne Kombi machen. Wir verpassen ihm Gift. Ja, Schleim. Grün ist für mich Gift. Und geben ihm hiermit den Rest.
Ja, das ist okay. Immer schön in die Wände reindotzen. Du auch noch? Ja, so will ich euch sehen. Kacke. Das ist das, was ich von euch haben will. Brauche ich noch mal einen Teamsprung? Unsichtbar. Hau ich mal das Unsichtbar rein. Erstmal, komm. Gehen wir ihn mal hier mit. Nein. Ich wollte die Taste natürlich. Weil damit haben wir sie nämlich weg. Es war natürlich kein sonderlich effektiver Angriff. Aber ich will ein bisschen Schutz geben, weil der wird mit Feuerangriff auf sie losgehen. Und so ein Hasenfell brennt leicht. Das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Was machen wir mit dir? Ah, schön. Wenn die es wagt, mich anzugreifen, ist sie tot. Gut, der ist schlecht. Ah, sie hat ihn getroffen. Was regelt mich eigentlich auf? Jetzt kann ich sie ohne Schaden zu nehmen platt machen. Meine Güte, manchmal bin ich auch nicht der Hellste. So nehme ich. Einfach Rinder. Ah, schön. So, jetzt kriegst du da hinten noch. So nehme ich. Wieso habe ich nicht den Wassereffekt dazu getan? Da war ich vielleicht ein wenig zu übermütig. Komme ich hier noch? Sehr schön. Das muss man auch mal sagen. Sowas muss man nutzen, das muss man kombinieren. Nein. Hier habe ich auch einen Fehler gemacht. Doch nicht. Alles super, haben wir locker gewonnen. Ohne Probleme, leichter Schaden bei Luigi. Aber die hatten es auf ihn abgesehen. Das war Mobbing. Das war eindeutig Mobbing, was die mit Luigi gemacht haben. So, die nehmen wir noch mit. Und betreten werden wir das Ganze in der nächsten Folge. Bleibt dran, bleibt locker, bleibt flockig. Ach ja, Wochenende ist vorbei. Aber egal, haut rein, lasst ein Gefällt mir da, drückt nochmal Gefällt mir. Nehmt das dann nicht zurück. Drückt einmal Gefällt mir, genau. Abonniert meinen Kanal, kommentiert und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.